Seid gegrüßt zu einer neuen Folge mit einem Special Guest. Gute. Ja, den kennt man doch, ne? Ja, schon. Vom Collectors Club. Und der ist hier in der Nähe zufällig und wir haben gedacht, ey, komm, wenn du schon mal in der Nähe bist, dann komm doch mal vorbei. Und wir machen mal ein Video, was auch zum Thema passt, was auch so unsere Leidenschaft ist. Ja, ne? Genau. PlayStation 1. Ich war ja im Fullset dabei und Monat ist sowieso immer... Ja, ich habe mittlerweile aufgehört zum Sammeln, muss ich sagen, aber okay. Ich bin auch zufrieden, was ich habe. Also, du bist ja immer bei deinen Projekten immer ganz vorne dabei. Genau, ne? Genau. So, das Thema des heutigen Videos, das ist alles wieder wie immer, Professionalität ist am Start. Ne? Und das Thema heute, ich habe ja ein bisschen angeteasert, ich weiß gar nicht, ob diese Folge jetzt vor der Pickups-Folge kommt, wo ich das überhaupt anspreche. Aber ich habe mal in so einer Pickups-Folge erzählt, dass ich so meine ersten PS1 5s, nenne ich sie mal, also die ersten PlayStation 5 Spiele, die ich hatte, wo ich mich dran erinnern kann, die wollte ich mal hier so ein bisschen zeigen und ein bisschen drüber quatschen. Und wir haben für dich auch ein paar rausgesucht, beziehungsweise du für deine ersten Teile. Und wir haben gemerkt, da hat sich sogar was geschnitten. Ne? Ja, wir haben Gemeinsamkeiten auf jeden Fall. Okay, wir fangen einfach mal an mit einem, was ich nicht habe, aber du dafür damals als erstes hattest. Genau, und zwar ist es Tekken 2. In the late 50s, Lee Hong rose to fame as a film star. After 40 years studying every form of martial art, he is now the highest ranking grandmaster in Korea. Yet he claims to have documentary evidence showing some of his students performing translocation, a quasi-mythical martial arts technique which defies the laws of physics. I don't know who taught them these powers, but it's not me. Erkennt man das? Ja, das sieht man. Ich glaube, Tekken 2 haben sehr viele damals gehabt. Also, als ich damals die PlayStation 1 bekommen habe, habe ich halt Möglichkeit bekommen, zwei Spiele mitzunehmen. Also damals hat viel Geld gekostet, meine Oma hat das damals bezahlt. Das heißt, komm, nimm zwei Spiele mit. Ich wollte Resident Evil 1 haben, das war ganz sicher bei mir, und Tekken 2. Mhm. Resident Evil 1 gab es nicht, also habe ich Tekken 2 und Tomb Raider mitgenommen, da kommen wir gleich dazu. Ja. Und Tekken 2 war einfach geil, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber zu der damaligen Zeit, diese Grafiken, auch die Charaktere, die du auch freischalten konntest, das war schon absolut geiles Spiel gewesen für mich. Und ist es immer noch, muss ich sagen. Tekken ist ja so ein Nonplusultra der Fight-Game damals gewesen. Genau. Ne? Heute leider mittlerweile, ja, die wollen jetzt Comeback machen, glaube ich, mit dem 8er Teil. Ja. Da bin ich sehr gespannt, ob das wieder wie früher wird, aber naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tekken 4 war ich raus. Ich habe nicht mal Tekken 4 gespielt, glaube ich. Okay. Bei mir war Tekken Tag Tournament auf der PlayStation 2. Ja. Und danach war das Interesse komplett weg bei mir. Okay. Ja. Also habe ich nicht mehr weiter. Darf ich fragen, du hast ja gesagt, entweder Resident Evil oder Tekken 2. Wie bist du denn damals? Weil, ich meine, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, denke ich mal. Und Resident Evil war damals ja eher so ein 18er-Titel. Und war das deswegen vielleicht der Grund so? Ich muss, oder kanntest du das von den Zeitschriften her? Ich kannte es. Wir waren so bei Verwandten mal zu Besuch gewesen. Und wir sind halt die haben eine Dachgeschosswohnung. Die Jungs waren im Dachgeschoss. Und ich bin diese Holztreppe hoch. Und da kam diese Szene mit dem ersten Hunter. Ja. Weißt du, wo er die Tür öffnet und dann läuft der Tapp. Und dann, ich kam genau in diesem Moment in diesen Zimmer rein und ich höre nur das Tapsen und dann Kopf ab. Sie sind gestorben. Okay, da dann, ich will das Spiel das haben. Das muss ich haben. Okay. Ich will das haben. So hat es angefangen mit Resident Evil bei mir. Ja, sehr gut, sehr gut. Super, ja, okay. Dann nehme ich mal ein Spiel, was ich zu der Zeit hatte. Und das wissen auch viele gar nicht, beziehungsweise kennen viele das Spiel, aber wissen gar nicht, dass der erste Teil von Dynasty Warriors eigentlich ein Prügelspiel à la Tekken war. Das wusste ich auch nicht. Hat er mir eben gerade erzählt. Das wusste ich auch nicht.
Dynasty Warriors ist ja so dafür bekannt, so diese Massenschlachten und so weiter. Da gab es für die PS2 ganz viele Teile. Ich weiß gar nicht, PS3 gab es auch noch, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber der erste Teil war tatsächlich ein Prügler à la Tekken und der war auch gut. Das war so, ja, das feudale Japan, wo halt die ganzen Krieger sich da bekriegt haben mit Schwertern und den ganzen Quatsch vor Soul Calibur noch. Echt? Ja, also da hast du echt... Ne, kannst Weil das erinnert mich schon ein bisschen daran. Genau. Jetzt ist die Frage, wer hat die Idee zuerst gehabt? Aber ich glaube, ich muss es mal ausprobieren. Das hat mich jetzt echt interessiert. Ja, nee, ist cool. Macht Spaß Krass. Auf jeden Fall. Und war auch eines der ersten fünf neben... Nee, nicht neben Tekken 2, das war vor Murat. Jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Das war eines meiner ersten fünf, sagen wir es mal so. Dynasty Warriors. Dann kommen wir mal zu unserer Gemeinsamkeit einfach, ne? Genau. Du sagst das zu Tomb Raider wirklich, oder? Wie, ich bin typisch deutsch, ich sag Tomb Raider. Immer Tomb Raider. Man sagt das B oder spricht das B, glaube ich, nicht weiß, aus. Ich weiß, sag mal so, ach. Hört Tomb Raider, das fängt halt komisch an irgendwie. What makes you sweat? Is it passion? Or could it just be heat? What about not knowing if your very next breath will be your last? What about all three? Tomb Raider from Eidos Interactive. Wenn du wüsstest, was ich früher dazu gesagt habe. Was hast du gesagt? Tomb Raider. Oh, okay. Das ist halt Tomb Raider. Ja, so wie ich es halt gelesen habe. Ja, genau. Ja, ich glaube, da muss, also wer Tomb Raider nicht kennt oder Tomb Raider nicht kennt. Genau, also dem kann man auch nicht mehr helfen. Kann man auch nicht mehr helfen. Das war damals, ich weiß noch, wie ich diese erste Hülle, wo du reingehst und dann kommt diese Melodie. Boah, ich krieg Gänsehaut. Guck mal, ich krieg wirklich Gänsehaut. Da kommst du da rein, hörst diese Melodie, diese Fledermäuse kommen dir entgegen und auch diese Sachen, die du erforschen konntest. Das gab's ja damals gar nicht, sowas. Genau. Und das ist ja vieles, oder es wird ja immer, oder das Spiel wird ja immer auf Lara Croft reduziert, so auf ihre Hupen und den ganzen Quatsch. Genau. Das Spiel selbst ist aber auch richtig cool gemacht. Du, wie du schon sagst, das Erforschen und so weiter, der Höhlen, wie der Name halt das suggeriert, genau, was später leider ein bisschen verloren gegangen ist. Leider, ja. Ne, aber ja, also auch definitiv ein Must-Have damals gewesen. Genau, immer noch, finde ich sogar. Ja, natürlich. Obwohl, jetzt kommt ja diese Remastered-Version raus. Genau. Ich glaube, die hole ich mir auch. Das wird mich mal interessieren, was die alles gemacht haben. Kann man auf jeden Fall machen, ja. So. Dann zum Spiel, was ich mit meinem Bruder und seinen Kollegen bis zum Erbrechen gespielt haben. Und nicht nur bis zum Erbrechen, sondern echt, wir haben uns die Nächte um die Ohren gehauen. Es geht um International Superstar Soccer Pro. Da haben wir auch echt eigene Turniere und so weiter mit Turnierplan und aufgeschrieben. Und ey, das war der Hammer. Es hat einfach nur mega Spaß gemacht. Guck mal, dann werde ich schon wieder. Ist nichts passiert. Ne, da werde ich schon wieder ein bisschen hibbelig. Aber ich muss dazu sagen, das war auch damals die Zeit, wo ich auch selber gerne Fußballspiele gespielt habe. Ja. Das gibt's heute. Also bei mir zum Beispiel, FIFA geht mir voll am Dings vorbei. Ich spiele das, interessiert mich nicht mehr. Aber damals, International Superstar Soccer, das war geil. Auch Goldstorm kennst du auch bestimmt. Goldstorm, das gab's damals, was hat noch Spaß gemacht. Adidas Soccer fand ich jetzt nicht so On-Site Palmen, kannst du knicken? Ich weiß nicht, ob du das kennst, On-Site Soccer? On-Site kennen, ja, Full-Cover-Spiel, kenn ich. Das ist nicht so schön, das müssen wir nicht haben. Das war, aber das aber war, die FIFA-Spiele früher waren auch richtig gut. Hat mir auch nie gefallen. Echt? Echt nicht, nein. Ich fand so, also das ist ja Arcade-lastig, sag genau, ich mal Genau, das so. Tempo, ne? Hat und mehr das hat Spaß gemacht. Du hattest einfach Bock gehabt, ich habe auch alleine gespielt, gegen Computer. Ja, natürlich. Damals. Heute, nee, würde ich nicht mehr machen. Aber das war absolut, die gab es auch auf dem Super Nintendo, oder? Und diesen Teil N64. Nein. Super. Ja, für den N64 gab es International Superstar Soccer 64 und International Superstar Soccer 2000. Und für den Super Nintendo gab es International Superstar Soccer und International Superstar Soccer Deluxe. Oh. Ah, den gibt es auch für die PlayStation 1. Gibt es auch für die PlayStation 1, genau. Ja, das war auch wie damals Super Nintendo Zeit, diese ganzen Fußballspiele. Das eine, was immer dabei gab, wie hieß denn das nochmal? Super Soccer. Genau, das war sogar geil. Das also, hat Spaß das gemacht. Das waren so Spiele, Fußballspiele, die mir Spaß gemacht haben. Finde ich schade, Definitiv. Dass es heute nicht mehr sowas gibt. So Arcade-mäßig. Ich denke, guck mal, wenn ich mit meinem
noch ein bisschen daddelt oder wenn er mal ein bisschen darüber spricht, er hat seinen Spaß. Ich denke mal, wir sind einfach so... Wir sind so alt. Morg. Ja, wir sind Morgs. Das ist wirklich so. Ich habe gar keinen Nerv mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Kumpel Musti das gespielt. Ja. Der hat immer gewonnen. Immer gewonnen. Ich habe seit Jahren zum ersten Mal wieder angefangen, den Controller wegzuwerfen. Und das war der Moment, wo ich gesagt, komm, okay, stopp. Das bis hierhin, das langt. Ich mach das nicht mehr. Weil ich krieg Puls bei so einem Spiel. Das geht gar nicht. Ja, Mensch, cool. Ja. Aber auf jeden Fall, tolles Spiel. Ja, definitiv. Also auch heute noch, ne? Auch vom Tempo her und alles. So, jetzt ein unkonventionelles Spiel, was man als erstes Spiel nennen könnte. Oder die ersten Spiele, die man hatte. Sagt dir das was? Ja, kenn ich. Es geht um Viewpoint. Ist ja ein Arcade-Port. Oder doch, ein Arcade-Port. Gab es auch auf dem Neo Geo, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das ist ein Arcade-Spiel. Also, das ist ein Shoot'em-up. Genau. Was halt hier so ein bisschen den Twist reinbringt, ist halt, dass es so isometrisch ist und nicht horizontal oder vertikal, sondern wirklich isometrisch, so Saxon-Style halt, ne? Saxon war ja, das? Genau, ja. Und ja, ist bockschwer. Ja. Vor allem, du kennst auch immer diese Diskussion, PAL-Version, lahm hier, lahm ja, das, ja, ist kacke hier, kacke da. Ja. Aber hier begrüße ich das, dass es Lama ist. Selbst das, ich habe es nicht geschafft. Ich habe den ersten Level nicht mal geschafft. Ich kriege das auch nicht hin. Ich muss sagen, Soundtrack ist absolut genial von dem Spiel. Ja. Das haben die auch für die PlayStation 1-Version extra gemacht, soweit ich weiß. Den Soundtrack? Den Soundtrack, okay. Genau. Und aber das Spiel ist so bockschwer. Ja. Du kommst nicht weit bei diesem Spiel. Also ich weiß nicht, wie hast du es damals gespielt überhaupt, wenn du es als einer der ersten war? Ich habe es wahrscheinlich nur angespielt damals. Genauso wie Tomb Raider. Und Dynasty Warriors, das waren die Spiele, die ich nur so ein bisschen angespielt habe. Ja. Aber was ich halt, ne, International Superstar Soccer und Resident Evil haben wir. Ja. Gut, Resident Evil habe ich nicht selbst gespielt. Ja. Ach, das habe ich schon ein bisschen geteasert. No. oder gespoilert, sage ich mal. Aber wie du schon sagst, ich habe sie auch, als ich gekauft habe, ich teste jedes Spiel, was ich kaufe. Und ich bin nicht über das erste Level hinaus. Ja, ich krieg's nicht mehr gebacken. Aber Viewpoint kann man machen, wenn man Fan von der vom Genre ist, dann auf jeden Fall. Also ist ein cooler Vertreter. So, jetzt, wie gesagt, ich habe schon gespoilert, aber das ist auch wieder etwas, was auch auf dich zutrifft. Ja. Ne? Da hatten wir auch schon am Anfang gesprochen. Ja, Resident Evil. Ne, damit hat alles angefangen. Mit dem ersten Teil. Amerika 中西部の街, Raccoon City. 作戦行動中の特殊な警察部隊 STARS のメンバーはここである奇怪な体験をすることになる 銃弾が効かない獣の群れに襲われ逃げ込んだ巨大な館 だがその館がさらなる恐怖の入り口であることを彼らはまだ知らなかった 2人のキャラクターから主人公を選びリアルタイムに流れる時間の中 仲間と助け合い血に飢えた怪物たちが徘徊する館に隠された数々の謎を解いていく そして脱出経路を見つけ出し生き延びることが目的である。また選んだキャラクターによってストーリーも変化する。限られた武器を手にここから生きて出られるのか。死より恐ろしい現実がここに。プレイステーション用ソフトサバイバルホラーバイオハザード。 Jetzt bin ich mal gespannt. Wusstest oder weißt du, was ursprünglich Resident Evil werden sollte? Werden sollte? Ja. Oder habe ich es jetzt richtig gesagt? Oder die Frage richtig gestellt? Was hat Capcom ursprünglich damit vorgehabt? Beziehungsweise was sollte das sein eigentlich? Weißt du das? Ich glaube, ein RPG sollte das sein. Oder war das nicht wegen Home Sweet Home? Genau, richtig. Genau. Es sollte ein Remake von diesem Sweet Home sein, was damals auf der NES erschienen ist. Und ja, dann haben sie sich so weit davon entfernt und haben gesagt, komm, können wir auch was Eigenes machen. Aber was die halt da gemacht haben, ist, ich meine, Rest ist Geschichte. Ne? Ich spiele es immer noch sehr gerne, den ersten Teil. Das glaubst du gar nicht. Ich habe so viele Teile, aber Teil 1 wird immer Favorit bleiben. Ich sag dir jetzt was, wahrscheinlich haust du mich dann. Ich habe den ersten Teil noch nie durchgespielt. Nein, hör doch auf. Ich habe alle Teile durchgespielt, von 2 bis 8, alle Teile durchgespielt, den ersten noch nie, weil ich es einfach zu schwer finde. Oder damals. Ja, vielleicht sollte ich mal. Ja. Nee, heute wirst du noch mehr Probleme haben, glaube ich. Meinst du? Damals hast du Geduld gehabt. Du glaubst, ich habe Resident Evil wirklich sehr lange gebraucht, bis ich durchgespielt habe. Ich habe immer wieder, bin ich gestorben oder ich habe
es gab ja immer das Problem mit deinem Inventory, also dein, ja, was du mitnehmen kannst. Und ich hatte immer das Problem, dass ich zu viel Munition hatte in dem Moment, um eine wichtige Sache aufzuheben. Was hast du damals gemacht? Weggeballert. Weggeballert, damit du diesen Platz wieder bekommst. Und das war auch ein Problem gewesen, weil du dann gestorben bist. Ja, ja. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es endlich durchgespielt habe. Ja. Ich habe mit beiden Charakteren das dann gemacht und seitdem nie wieder durchgespielt. Ist wahrscheinlich. Das ist aber die Erinnerung daran, diese Melodie, also dieses Soundtrack und so. Ja. Das ist immer noch absolute Weltklasse. Ich bin ja gerade, spiele gerade Dings. Ich habe letztens das Resident Evil 4 Remake gespielt, durchgespielt. Jetzt bin ich gerade an dem Separate Ways. Ja, das habe ich auch angefangen. Ja. Fängt gut an. Ist ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Ich sag mal so, du kriegst das, was du halt für 10 Euro erwartest. Ja, das soll 4 Stunden gehen, aber also die Bewertung zu dem Spiel, also zu diesem Separate Dings ist schon gut. Es ist gut, aber ich sag mal so, es bietet nichts Neues. Du hast zwar, es sagt zwar Separate Ways, aber ich habe das Gefühl, ich laufe dieselben Strecken ab wie... Ja, ja, ne? Schon. Das meine ich. Das stimmt, ja. Das haben die bei Resident Evil 2 zum Beispiel besser gemacht, das erste Mal. Genau. Da hast du ein B-Szenario gehabt, hast komplett andere Story bekommen teilweise. Richtig. Und das haben da nicht haben geschafft. Sie im Remake auch vergeigt, ne? Ja, leider. Ich hab den 2er Remake nicht, ehrlich gesagt. Nee? Nein. Hast du auch nicht gespielt? Doch, ich habe durchgespielt. Aber ich mag's. Ich mag das Klassische lieber. Okay. Also ich fand's richtig gut. Also das Spiel selbst ist gut, nur ich fand's halt kacke, dass diese A-B-Szenario-Geschichte nicht gemacht wurde. Ja, aber es hat auch viel Inhalt gefehlt. Überleg mal, du hast diesen Alligator-Boss nicht richtig gehabt. Ja. Es gab sehr viel, also das ist Fan, typisch Fan halt. Also ich meckere darüber, aber es war ein gutes Spiel. Ich kann nicht verstehen. Ja. Ich kann nicht verstehen. Vor allem beim dritten hat auch einiges gefehlt. Der dritte hat mir richtig gut gefallen, glaubst du? Es hat viel gefehlt, aber das war für mich besser spielbar als das Zweier Remake, okay. Fand ich jetzt. Es war kurz und knackig. Hm? Das hat mir dann Spaß gemacht. Aber war trotzdem Vollpreis. Ich weiß, das war Verarschung. Ja. Ich weiß. Da hat man beim Zweier Remake mehr gekriegt, fand ich. Ja, das stimmt, ja. Ja. Cool. Wir haben es, guck mal, ratzfatz durch. Ja, Mann, one take. Oh ja, sowieso one take. Ob da jetzt Fehler drin sind oder nicht, ja, Mann. Die Macht des Cuttens. Ne? Ja. Murat, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Ja, definitiv. Und mal über unsere Spiele zu reden. Ja. Ist cool, wie viele Gemeinsamkeiten man hat, oder? Richtig. Man ist halt in derselben Zeit aufgewachsen. So. Ja. Ne? Ja, das ist so wie damals. Zwei Kinder nebeneinander, die gleichen Spiele haben. Ja, ist wirklich so. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bestimmt ein, zwei Sachen können wir noch ein bisschen anzocken. Wenn du Bock hast, gucken wir mal. Genau. Alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.